Ja, wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar NFP Live Trading mit dem StereoTrader. Natürlich heute wieder mit dem StereoTrader-Entwickler und Händler Dirk Hilger. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Bevor wir aber jetzt tatsächlich richtig starten, einmal den Risikohinweis bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient rein zu Schulungszwecken. Treffen Sie bitte Ihre eigenen Entscheidungen. So, dann kann ich den Bildschirm übergeben. Die Zeit ist knapp. Hallo Dirk und ja, viel Erfolg heute. Ja, dann sage ich auch mal herzlich willkommen hier von meiner Seite aus Köln, wo die Sonne noch nicht da ist, wie in Düsseldorf leider. Ist natürlich unfair. Eigentlich ist es immer genau umgekehrt. Aber ich glaube, alle die nicht aus Köln und Düsseldorf kommen, interessiert es auch nicht so wahnsinnig viel. So, heute NFPs. Ich habe es gerade schon vorher hier so ein bisschen geflüstert, beziehungsweise auch heute Morgen schon in meinem Blog geschrieben. Das ist jetzt alles nicht mehr nur bei Facebook, sondern es gibt jetzt einen Blog. Den werde ich auch nachher mal hier noch kurz einblenden, damit man die Adresse mal findet. Das heißt, man muss nicht unbedingt bei Facebook immer aktiv sein, um alles mitzubekommen. Und da hatte ich eigentlich am Anfang der Woche auch schon geschrieben, was den Dow Jones angeht, ja, weil der hat ja gestartet am Montag mit einer Abwärtsbewegung von 26.700 kommend. Und da hatte ich ja geschrieben, es wird letzten Endes, um den Dow überhaupt mal ansatzweise als Short bezeichnen zu können, wird es sowas wie ein bärisches Engulfing brauchen. Ja. Ich zeige das mal kurz, wie es hier aussieht, und zwar im Wochenchart. Ja. Das heißt, wir wären, also muss hier mal die Skalierung mal weg. Ich muss hier alles ein bisschen umsortieren. Größer geht es jetzt leider gar nicht. Da oben ist jetzt alles leider ein bisschen zugemüllt mit Linien. Und wenn ich versuche, das mal halt irgendwie aufzuräumen. So, das heißt, wir haben hier halt jetzt eine Wochenkerze. So, die wird ja heute erst fertig. Das darf man nie vergessen. Und um das auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, ich mache mal die Linien hier eben auch noch weg, um das mal ein bisschen zu verdeutlichen, eine Woche. Also so von meiner Betrachtung, ich rede immer gerne von Kontext. Ja. Mit Kontext ist ja nichts anderes als eine Range gemeint, beziehungsweise halt aus markttechnischer Sicht eben halt ein Außenstab. Und wir haben hier einen Kontext, der ist eindeutig long. Und da ist nichts short, gar nichts. Also im Wochenchart absolut überhaupt nichts. Ja. Es gibt noch nicht mal eine einzige Kerze, die irgendwie darauf hindeuten würde. Und damit man da überhaupt mal von short sprechen kann, bräuchten wir halt entsprechend eine Wochenkerze, die wirklich mal halt hier unter der letzten schließt. Und dann hätten wir hier ziemlich deutlich auch ein bärisches Engulfing. Und da reichen dann auch nicht irgendwie zwei, drei Punkte, sondern die müsste schon ordentlich runter. Das heißt, damit hier wirklich tatsächlich das Ganze mal ansatzweise als Short bezeichnet werden kann, bräuchten wir wirklich hier nochmal eine ordentliche Bewegung. Also bräuchten nochmal irgendwie 500 Punkte nach unten. Dass das heute passiert, das wage ich stark zu bezweifeln. Und vielmehr ist es halt typisch, halt mal solche Grenzen auszutesten, weil das hat auch nicht jeder auf dem Schirm, also schon gar nicht im Intraday, zum Beispiel was jetzt halt eben die Wochenkerzen angeht. Und selbst hier wäre es noch so, selbst wenn wir ein bärisches Engulfing jetzt bekämen, ja, also wenn wir wirklich halt hier mal 100, 200 Punkte unterhalb der letzten Wochenkerze schließen, kann man immer noch damit rechnen, dass es erstmal nach oben geht. So nach dem Motto, wir gucken mal, ob das jetzt wirklich so ist hier mit Short. Und im Tageschart zeige ich den auch mal noch kurz. Da sieht man auch nicht viel. Da sind wir aktuell short. Das heißt, wir haben hier Außenstab, der halt short ist. Deswegen ist es rot eingefärbt. Und das heißt aber auch noch nichts, ja. Und weil der Wochenchart heute ist Freitag, dominiert natürlich. Und was für mich halt die ganze Zeit interessant ist, das schreibe ich auch schon die ganze Woche. Das ist die 26.400. Ganz einfach, weil es ist der Anfang hier oben. Letzten Endes von der Abwärtsbewegung. Und normalerweise ist es halt tatsächlich so, dass solche Punkte immer ausgelotet werden, ja, weil hier sind einfach, so sage ich das halt immer, ganz lapidar zu viel über den Haufen gefahren worden und mit Long-Positionen. Und das bleibt selten unbeantwortet. Und deswegen bin ich im Dow generell long. Und ich hatte auch geschrieben, auch schon die ganze Zeit, beziehungsweise die ganze Woche, dass die 25.900 wären das perfekte Einstiegslevel eigentlich für Long. Und da ist auch gerade die Reaktion ganz einfach auch aus dem Grund, ist einmal kurz unter die Wochenkerze gedippt
Und dann könnte es jetzt rein theoretisch wieder nach oben gehen. Jetzt kann es natürlich alles ganz anders kommen, ist klar, weil ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier nicht tatsächlich mal mit einem bärischen Engulfing schließen. Aber bei mir ist da, für meine Begriffe, ist da oben einfach zu viel unerledigt. Und insbesondere halt die 26.400. Deswegen bin ich hier eher auf der Suche nach Long-Einstiegen. Ein paar gab es auch schon diese Woche. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Also man sieht ja, hier gibt es diverse Dips. Die Vola ist halt extrem hoch im Dow momentan. Der ist gestern über 1.160 Punkte gelaufen. Also wenn man rein mal den Stundenchart vermisst, und da sieht man halt schon deutlich, was da halt los ist. Und deswegen habe ich den momentan auch mehr im Auge. Klar, weil er natürlich wegen der Vola wesentlich interessanter ist als jetzt zum Beispiel der DAX. Und ist halt auch für meine Begriffe normalerweise auch gut zu handeln, der Dow. Und eigentlich besser als der DAX, wobei der DAX hat ja heute auch mal schöne Bewegungen gemacht. Ich blende mal hier nochmal die Linien ein. Der hat ja heute auch schon nette Bewegungen gemacht. Und von daher ist der natürlich auch aktuell zumindest mal nicht uninteressant. Also gestern ja auch, da hatte ich halt auch gesagt, von 13.156 sollte es in einem Schritt runtergehen, einen Schritt runtergehen auf 13.007. Das hat er gemacht und auch heute noch ordentlich übertrieben. Aber das ist für meine Begriffe jetzt auch so ein bisschen durch, so erledigt halt langsam. Den gucken wir uns auch nochmal gerade an. Den DAX, so, der hängt hier auch gerade mitten in einer Abwärtsbewegung, die für meine Begriffe auch so noch nicht fertig ist. Und da hatte ich halt als Maximalziel, also beziehungsweise als eigentliches Ziel hier erstmal für die Abwärtsbewegung, zeige ich mal kurz hier ein, das wäre die 12.780. Und die machen wir mal grün, weil ab da könnte der auch mal nach oben reagieren. Wobei das jetzt die Frage ist, muss man da long gehen? Ich bin ja immer der Meinung, nein, weil erstmal gucken, ob das überhaupt sich in irgendeiner Form bewahrheitet. Und ich zeige das mal hier im Tageschart, warum, weshalb, wieso. Ich mache es mal ein bisschen größer. Man sieht also hier in dem Bereich, also einmal ist es halt die 138er FIBO vom Vortag. Das allein wäre überhaupt gar kein Grund, ja. Es ist aber hier ein Level, das schon mal getestet worden ist. Und da auch, sobald der erst hier drunter geht, ja, also unter das letzte Level, also zum Beispiel auf hier 12.700, dann wäre es langsam ein bisschen tief, ja. Würde Sinn machen, muss man halt auch dazu sagen, ja, rein von der Extension hier, vom letzten Tag. Das heißt, da liegen wir tatsächlich genau da. Das kann passieren, ja, muss jetzt aber nicht. Also ich vermute mal, dass das hier zuerst nochmal irgendwo verteidigt wird, ob das dann Sinn macht und irgendwie dann halt nach Long dreht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Momentan sieht da natürlich nichts danach aus. Und wenn man den mal zum Vergleich sieht im Wochenchart, der ist einfach nur rot. Ja, also das Ding ist eigentlich durch. Und der hat eindeutig halt hier ein Abwärtssignal auch generiert mit der letzten Wochenkerze schon. Und die ist auch wunderbar aufgegangen, aber er hängt eigentlich schon ein bisschen tief. Das heißt, der könnte halt entsprechend, wenn man das halt hier nur mal nimmt, also mit einer FIBO-Extension, die 161, die strandet etwa hier in dem Bereich, also dann nochmal bei 13.000. Und von daher wäre das auch schon plausibel, dass das jetzt erstmal verteidigt wird und wir tatsächlich bei 13.000 nochmal schließen. Ja, so, weil Trends werden ja grundsätzlich immer verteidigt und natürlich brechen die auch mal, das heißt aber nicht, dass sie nicht verteidigt werden. Und dafür haben wir natürlich jetzt auch entsprechend die Bewegung da auch schon gesehen heute Morgen, weil Aktien sind halt nun mal zum Steigen da und nicht zum Fallen, nur damit die Future- und CFD-Shorter ihren Spaß haben. Und das darf man nie vergessen, deswegen ist normalerweise auch Long leichter zu handeln oder gemütlicher, besser gesagt, als Short. Short geht normalerweise schnell, kurz und knackig, außer wir sind wirklich in einer massiven Korrektur unterwegs, dann kann man Short auch laufen lassen, aber so eigentlich eher selten. Wobei im DAX aktuell ist die Korrektur da, wie gesagt, ist klar. Aber könnte sein, dass es hier an der Stelle jetzt auch einfach vorbei ist. Und ansonsten, lass uns nochmal hier angucken. Das wäre dann halt tatsächlich da unten der Bereich 700, ja, oder sogar knapp drunter.
Mal schauen. Jetzt kann es natürlich sein, weil er halt schon so massiv viel passiert ist, dass wir jetzt gleich überhaupt gar nichts mehr haben an Bewegung, weil das ist ja alles schon ordentlich hier abgegangen. Heute Dow ist halt wirklich ordentlich runtergestürzt, beziehungsweise halt eben schon auf das Level, was ich halt eigentlich haben wollte. Aber was mich halt so ein bisschen stutzig macht, das ist halt einfach, das sieht so einfach aus, ja. Also prallt da unten ab. Und hier auf der 25.900 geht dann hoch. Ich weiß es nicht. Also meistens ist es ja dann doch so, dass es erstmal angetäuscht wird und dann funktioniert es doch nicht. Dann gibt es nochmal ein neues Tief und dann geht es halt hoch. Und das ist halt oft ein Pokerspiel. Kann natürlich jetzt sein, dass ihm das jetzt egal ist, dass er jetzt hier einfach nach oben durchzieht. Dann sind wir da halt nicht dabei. Ansonsten würde ich schon eher versuchen, da unten nochmal irgendwo long in den Markt reinzukommen, anstatt jetzt hier oben irgendwie einzuspringen. Und da wären halt hier entsprechend die Punkte, hatte ich auch gezeigt, also 25.900 sowieso. Die 408, die hat heute Morgen mal kurz einen Paritätswechsel erfahren. Das heißt, da ging es einmal durch, wurde hier einmal dann von unten getestet und hat dann entsprechend nach unten geschoben. Die hat als Support nicht funktioniert, die hat aber nun funktioniert und war auch schon gut für jetzt irgendwie mittlerweile 75, 80 Punkte. Und aber mal sehen. Dann gucken wir uns mal noch. Ja, ihr seht es hier, so ein bisschen neue Funktionen. Das ist jetzt hier schon die Beta von der 2.0, die demnächst kommen wird. Und die hat halt so ein paar neue Geschichten drin, auch ein bisschen anderes Design. Wenn es halt eingeklappt ist, sieht es alles ein bisschen anders aus. Wie man sieht, hier wesentlich mehr Platz, entsprechend auch auf einem kleinen Bildschirm. Das heißt, ich kann halt auch hier komplett handeln. In diesem Mini, ja, ich nenne es mal Terminal halt hier an der Stelle. Und das macht es natürlich einfacher, wenn man mehrere Werte gleichzeitig handelt, ganz klar. Aber das nur mal am Rande. Der Euro, der ist natürlich long. Die Frage ist natürlich immer, ab wo? Und was wir jetzt hier momentan halt haben im Euro, machen wir den auch mal groß. Ich muss ein bisschen die Uhr im Auge behalten, 5 Minuten haben wir noch. Nee, Was drei. halt typisch drei, meine ich ja. Ja, meine Uhr hier, das ist der Hammer, ne? Das ist die auf dem Server, dass die einfach komplett falsch geht, ne? Mittlerweile 2 Minuten. Also, was die sich da denken, würde ich auch mal gerne Ich wissen. sag dir Bescheid. Ja. Die Frage ist halt immer, ab wo und was der halt hier macht, ist halt einfach so dieses Typische. Ich muss erstmal irgendwie alle nach unten quälen, bis ich dann doch nach oben ausbreche, ja. Kann sein, dass der jetzt halt hier direkt nach oben schmiert. Kann aber auch sein, dass es erstmal einen Fehlausbruch gibt hier unten. Deswegen liegt hier auch schon mal eine Order. Und da wäre halt auch ein passender Pivotpunkt. Und wenn er das macht, kann er von mir aus gerne machen. Da würde ich hier auf jeden Fall long versuchen im Euro. Gold ist eigentlich das gleiche in Grün. Haben wir Gold hier oben. Da wird halt auch nur irgendwie auf der Stelle gerade rumgetreten. Ist aber eigentlich halt auch long. Aber wie gesagt, ab wo? Wäre natürlich auch gut zu wissen, keine Frage. So, der Dow setzt an, sehe ich hier gerade. Mal gucken, was hier jetzt wirklich hinbekommt. So, wir haben es jetzt auch gleich soweit, ne? Noch in einer Minute. Wie gesagt, es sieht schon sehr einfach aus, was der da gerade macht. Von daher, trau dem Braten da noch nicht. So, mal gucken, wo es gleich zuckt. So, gehen wir auf 30 Minuten hier auch. Ist halt alles ein bisschen klein hier, ich weiß. Ich muss aber halt ja auch irgendwie mit dem Platz hier sinnvoll auskommen. So, 20 Sekunden. DAX irgendwie extrem unbeeindruckt. Aber wen wundert's? DAX ist halt eben auch nicht long im Gegensatz zum So, Dow. jetzt noch 10 Sekunden. Also ist gleich soweit. So, der Euro holt er uns ab.
Also die Zahlen sind besser als erwartet. 200.000 zu 180.000. Nein, habe ich denn hier gemacht? Das darf natürlich nicht ein Null sein, das ist doch wohl klar. So, rein. Mann, Mann, Mann. So, dann gehen wir mal ein bisschen Luft. So, und der Dow kommt natürlich runter, weil wie gesagt, das ist zu einfach. Hätte mich auch sehr gewundert. So, und bei Gold genau das gleiche in Grün, erstmal runter und sollte aber jetzt doch irgendwann hochziehen. So, zack, Euro ist drin, läuft. Der Stundenlohn auch besser als erwartet, 2,9% gegen versus Ja, 2,6. kennst ja meine Einstellung dazu. Ich achte da überhaupt nicht drauf, weil es gibt immer so viele Begründungen dann halt nachher. Ne, so, ich meine halt auch jetzt hier, wenn irgendwie alles gut ist, Dow kommt jetzt trotzdem runter. Ja, irgendeine Erklärung gibt es dann halt immer, die dann irgendwie wahnsinnig plausibel erscheint. Und die Frage ist immer, wem nützt das? Es hilft halt fürs nächste Mal nichts, ja, nach dem Motto, ja, wenn gute Zahlen es sind, dann gehe ich long und bei schlechten Zahlen, dann gehe ich halt short. Und so funktioniert es halt nicht, also weil man nie weiß, was die Beweggründe von den einzelnen Marktteilnehmern sind, das ist ganz klar. So, Euro, wir können es jetzt aber langsam gerne mal nach oben. Sieht so ein bisschen komisch aus hier auf einer Minute. Heißt aber noch nichts. So, der macht das ja ganz gerne mal unter solchen Punkten schließen und dann trotzdem hoch, aber diesmal nicht. Sind wir erstmal raus. Ich lege die mal wieder hier oben hin. Das kaufe ich dem so noch nicht ab. Trotzdem wichtig hier natürlich das Risiko zu beschränken. So, mal gucken, ob wir da was übersehen haben. Eigentlich nicht. Gut, wenn das übertreibt, könnte natürlich bis hierher gehen. Reaktion war da, hat man gesehen. Für den Skype hätte es natürlich schon gereicht. Aber darum geht es ja hier nicht. Soll ja eine Position werden, die man auch mal paar Meter laufen lassen kann. So, der Dow sieht man hier auch schön. Einfach mal die Range hier auf 15 Minuten. Ich weiß, kann man das alles erkennen oder ist es zu klein? Nee, das kann Auf man erkennen. 15 Minuten erstmal angetestet. Ja, und das sollte jetzt eigentlich auch nicht so ohne weiteres nach unten raus. Trotzdem ist es für mich jetzt erstmal noch kein Long Level hier. Das ist Mir gefällt es noch nicht wirklich. Da gefällt mir der Euro echt besser. Also der macht, wie gesagt, solche Schweinereien eigentlich schon mal ganz gerne. Hier erstmal drunter schließen und dann trotzdem hoch. Trotzdem würde ich die hier nicht zu knapp setzen. Man darf mal nie vergessen, dass hier ist der Minutenchart. Im Stundenchart ist es nachher nur ein Docht. Also falls jetzt hier doch nach oben drehen sollte. Nur als Nebenbemerkung, der kanadische Dollar ist mal wieder volatil. Ja, ich muss mir den irgendwie mal, keine Ahnung, muss ich mir dann nachher doch mal angucken, weil kann ja nicht sein, dass wir jedes Mal über den kanadischen Dollar reden, während ich hier die Dinge angucke, wo sich nichts mehr bewegt. Ich meine, hier DAX ja auch, ne? Aber das ist halt, ich habe es heute Morgen ja schon geschrieben, ich befürchte echt, da kommt nicht mehr viel, ne? Weil es halt einfach, das ist, ja, wenn schon so viel Bewegung im Vorfeld da war, was soll da noch passieren, ne? Das ist ja halt irgendwie alles schon mehr oder weniger geregelt.
So, Euro macht also gar keinen Sinn. Also den jetzt hier erst so zu loggen, halt, ist halt wirklich Quatsch, weil er wird uns schon zeigen, ob er hier umdreht oder nicht. Und wenn, dann wird er das machen mit einer vernünftigen Kerze hier auf einer Minute, die dann auch nach oben durchgeht. Und deswegen bin ich da jetzt momentan auch zurückhaltend. Wie gesagt, ich glaube dem nicht, dass der fällt. Also nicht zumindest so, dass es halt dabei bleibt. Das kaufe ich dem noch nicht ab. So, und Dau war erstmal richtig, hier nichts zu machen. Wie man sieht, das ist noch nicht durch, das hier. So, gucken, ob der Euro hier Lust hat, an der Stelle zu reagieren. Ich könnte das jetzt natürlich auch automatisieren, hier die Order. Das könnte ich halt auch machen. Ich mache es jetzt erstmal von Hand. Das heißt so, dass die immer automatisch oberhalb der letzten Kerze hinterhergeführt wird. Das kann man machen. Also, wahrscheinlich reicht jetzt die Zeit überhaupt nicht mehr, das hier mal einzustellen. Das wäre dann einfach, man kann ja hier PLH Peak machen. So, mit einem Abstand von 2 Pip. Das heißt, einmal 3, wenn er da oben durchkommt mit Speed. Und dann sind wir da erstmal dabei. Es kann natürlich auch wieder ein Fake sein, ist ganz klar. Aber ich bin eher ein Freund davon, auch ein paar Mal hintereinander mit Verlust rauszugehen, statt irgendwie an der Position festzuhalten. So, gucken, ob das jetzt gelingt. Da sind wir nochmal drin. Ja, es hat sich gar nicht gelohnt, jetzt die zu aktivieren an der Stelle. Oh doch, eine kleine Schulung, wie man das macht. Ja, ne? Also ich meine, wenn man halt eine Strecke haben will, dann führt es halt eben dazu, dass man halt hier und da halt auch schon mal 3, 4 Mal hintereinander rausfliegt. Habe ich auch in der Gruppe auch schon öfters mal das Thema gehabt. Das ist aber nicht schlimm, ja. Ich bin halt, da muss man, das ist halt Geschmackssache. Ich bin halt ein Freund davon, lieber irgendwie 5 Mal hintereinander mit 25, mit jeweils 5 Punkten rauszufliegen, als einmal mit 25, weil ich halt dadurch halt die Möglichkeit habe, mir auch jedes Mal ein neues Level auszusuchen. Und im Allgemeinen sind dann halt 5 mal 25, also 5 mal 5 Punkte von der Strecke, die dann dazwischen liegt, weniger als einmal 25. Das ist eigentlich eher typisch. So, der Euro hat es halt unten übertrieben, aber eigentlich sehr schön hier, ja. Also einfach dann halt hier die letzte Kerze, dann halt überboten und dann nach oben und gut ist. So, von mir aus kann der jetzt auch die komplette Rolle rückwärts machen. Das heißt also einmal wirklich komplett nach oben ausbrechen. Gucken, ob das funktioniert. Kann natürlich auch noch ein Fake hier noch sein an der Stelle. Kann den ja mal ein bisschen enger zumindest mal absichern. So, DAO und DAX noch sehr unentschlossen hier an der Stelle. So, jetzt könnte man hier natürlich auch versuchen, wenn das jetzt beim Euro dabei bleibt, den auch zu pyramidisieren. Wenn der jetzt wirklich hier nochmal drüber geht. So, mal gucken, weil das nächste Level rein markttechnisch betrachtet, was überhaupt auch nur interessant ist, ist tatsächlich hier oben, ja. Und also wenn er nach oben geht, ja, wenn er jetzt nicht doch nochmal irgendwie nach unten wegkippt und das jetzt doch nur ein Fake war. Weil hat hier oben ist einfach die letzte Welle. Wenn man es ein bisschen zusammenzieht, sieht man es ein bisschen besser. Also hier war die letzte Aufwärtsbewegung. Und das ist halt entsprechend das einzig interessante Level. Hier dazwischen, das ist alles eigentlich nichts. Auch wenn da jetzt hier ein Pivot ist. Das ist nur gerne mal genommen, um mal irgendwie Anlauf zu nehmen. Und oder eine Fibo. Aber hat jetzt halt vom Bild her als solches eigentlich keine Relevanz. So, guck mal. Ja, ist noch nicht so viel, ne? Für den Skype hätte es auch diesmal schon gereicht.
Es ist halt immer die Frage auch des Horizonts. Ging es mir jetzt zum Beispiel nur darum zu sagen, so, wir nehmen mal hier schnell irgendwie Gewinne mit, hätte ich das jetzt schon zweimal machen können. Aber ich will ja eigentlich eher versuchen, aber die Entries waren ja gut. Der erste war gut, der hier ist auch gut, aber wenn er halt nicht läuft, aber ich will ja halt schon versuchen, da halt nochmal die ganze Strecke nach oben zu bekommen. Und deswegen braucht es vielleicht auch ein paar Versuche mehr. Aber wenn das gelingt, und dann ist es natürlich eine Position, die kann man dann halt drin lassen. Ne? Und das ist halt eigentlich eher der Ansatz. Wer nur was zum Skypen sucht und irgendwie Lust hatte, das hier mal auszuprobieren, und der hat ja auch gerade schon Geld verdient. So, das Stop-Level ist jetzt erstmal richtig. Ja, halt einfach hier knapp unter der Ausbruchskerze, wenn er jetzt trotzdem raus ist. Und ich glaube, ich habe den hier auf MIT-Stop gesetzt. Ah ja, genau. So, läuft nicht an. Das könnte man hier auch ganz klar sich halt Fibos ansetzen und dann sagen so, okay, von da bis da, hier 66,7, die 61er Fibo. Das ist wahrscheinlich dieses Level, wo ich jetzt gerade abgeholt worden bin. Es kann sein. Mal gucken. Aber wir gehen einfach nochmal rein. Das macht nichts. So, den Dow könnte man hier jetzt tatsächlich auch skypen. Scheiße, sollten wir das mal machen. So. Das ist nämlich einfach nur das Hoch von der letzten Stundenkerze. Hier oben der dicke Balken. Und die ist halt nun mal bärisch. So, Euro, was ist denn nun? Ach, was ein Geier. Hatte ich schon erwähnt, dass der kanadische Dollar sich bewegt? Ich weiß nicht. Ja, sag's mir noch. Sag's mir noch dreimal und das nächste Mal machen wir dann hier NFPs nur noch mit dem kanadischen Dollar. Kann alles nicht wahr sein. Bewegt sich nichts mehr. Gold fällt runter, bleibt stehen. Euro fällt runter, kommt nicht mehr aus dem Quark. Das hier eiert auf der Stelle. Ist ja unglaublich. Schreibt gerade der Lutz DAX raus. Kanadische Dollar rein. Ja, vielleicht ist das so. Ich sage ja, vielleicht muss man das so machen, ja. So, der Dow versucht es hier schon wieder. Ich würde ja sagen, wetten, dass das nicht wird, aber dann müsste ich hier auch eine Short-Position aufmachen, ne? Das lasse ich mal. So, jetzt fangen wir hier ein bisschen kleiner an. So, der DAX versucht sich auch. Ich habe hier irgendwie von der Skalierung fehlt mir echt so jegliches Gefühl. Das ist ein bisschen schwierig hier. So, hier auch für das nächste Korrekturlevel hier oben. Da versucht er jetzt drüber zu steigen. So, das wird nichts. Gehen wir mal short hier oben. Gucken, ob das eine gute Idee war. Das Level stimmt auf jeden Fall. Aber heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem da durchbrechen kann. So, ein Dow klemmt hier an der 26.000. So, läuft nicht heute, ne? Und jetzt ist mein Server, ah ne, ist noch da. Da war mal kurz der Server tot.
Dirk, bist du noch da? Können Sie mich noch hören? Okay, also mich kann man noch hören. Ja, gut, dann scheint das tatsächlich beim Dirk, weil ich natürlich auch geguckt habe, weil der Server gesagt hat, aber unsere Server laufen noch alle. Also ist das Dirk. Vielleicht schafft er es wiederzukommen. Zumindest angemeldet ist er noch. Okay, ja, scheint nur tatsächlich beim Dirk das Problem zu sein. So, hörst du mich wieder? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Hallo? Ja. Ja, ich hab hier irgendwie Internetausfall. Es ist hervorragend. Es ist ganz großes Kino. Ja, super. Das ist natürlich genau das, was man braucht. Bei News, Internetausfall. Ist mein Bildschirm noch da oder nicht? Ja, wir können jetzt wieder alles sehen. Ja. Das ist natürlich schön, ne? Sehr Wenn hier unglücklich. mittendrin die Verbindung weg ist, ist natürlich auch leider brandgefährlich. So. So, wo will denn der Euro hin? Ich habe ja sonst schon mal irgendwie öfters gesagt, dass der EMA 200 auf 30 Minuten immer ganz gerne gesehenes Ziel ist bei NFPs. Und also ich handle eigentlich nie EMAs, aber das hat sich tatsächlich schon oft gezeigt. Also möglicherweise, mal gucken, wo hängt denn der im Euro? Gold ist da eigentlich schon locker durch, aber der Euro halt eben nicht. Hier war gerade kurz alles schwarz. Ich konnte auch nichts mehr hier anklicken. Ich habe vorhin hier versucht, auch zu schließen. Keine Chance. Wegen der Internetverbindung ist natürlich echt blöd, sowas. So, der DAX hier oben jetzt das nächste Problem. An der Stundenkerze, also das hier ist die Stundenkerze, die drumherum liegt, ja, also die relevante sozusagen. Es kann auch sein, dass mittlerweile auch noch die eine oder andere da dabei ist. Und von daher, aber das ist jetzt halt hier das Ding und halt auch hier rein markttechnisch, wenn man sich das nochmal anguckt, hier wäre jetzt auch die nächste Welle. Das heißt, hier oben hätte ich jetzt shorten können. Aber da war jetzt, glaube ich, auch schon, während hier die Internetverbindung schon wieder weg war. Daher mal gucken. Also wenn er da versucht, drüber rauszugehen, das wäre halt nochmal ein Short-Level dann halt eben auch. Und oft ist es eben so, dass dann auch die ganze Strecke nach unten nochmal abgearbeitet wird. Das heißt also einmal hier die Stundenkerze bis zum Anschlag. Ja, war noch nicht dran. Der hat noch ein bisschen Luft. Der darf noch ein bisschen versuchen. Was macht denn der Euro da? Wo will der denn Anlauf nehmen? Nächste Pivot wäre hier unten, wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ja? Also, dass ja einmal halt hier wirklich die ganze Tageskerze da halt von gestern abläuft. Und das wäre natürlich auch noch denkbar. Aber trotzdem, das Ding ist halt long, ne? Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Und der wird auch irgendwo drehen. Und da muss man dann halt einfach dranbleiben und dann halt eben zwei, dreimal versuchen. Und irgendwann hat man ihn aber dann auch.
Und wenn der mal läuft, so ein Euro, dann hört er ja auch nicht mehr auf. So, aber wie gesagt, der Ansatz war jetzt ja auch hier nicht für ein paar schnelle Pip. Die hätten wir jetzt hier, die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen jetzt hier. So, da steht irgendwie auch wieder alles. Mal gucken, wo der hier gedreht hat. Und Gold und Euro bewegen sich, ne? ja, gar nicht mal wenig, der Euro. Gar nicht mal wenig. Gucken, dass wir hier vor dem letzten Level an der Stelle. Ja. Also wo jetzt hier auch zumindest mal auf 30 Minuten so der letzte Peak ist. Eine Reaktion ist da. Minimal zumindest. Kein Grund hier long reinzuspringen. Also eigentlich wäre das halt so das letzte Level, ja, wenn wir hier auch nochmal eine Welle haben. Da mal gucken, ob das funktioniert, ob das ausreicht. Und wenn er dann hier nochmal eine Drehung macht, und dann würde ich da halt auch nochmal versuchen, nochmal long reinzugehen. Also eine Drehung dann halt entsprechend auf eine Minute, so wie wir es vorhin hatten. Das hier reicht nicht. Also jetzt einfach hier drauf los. Long kann natürlich funktionieren, aber wäre ich jetzt kein Freund von. So, jetzt haben wir zumindest mal auf der FIBO hier noch aufgesetzt. So, packen wir mal einen hier oben drüber. Beziehungsweise. Normale sei es, dass hier die Pyramiden sei es eigentlich. So. Ja, mit dem Dauer, wo ist er? Das dachte ich mir schon, das klappt so nicht ohne weiteres. Weil der ist zu teuer hier oben. Der ist zu teuer. So. DAX dreht hier auf den letzten Punkt rum, den ich eben versucht habe zu shorten. So, eine Euro bremst zumindest hier mal. Gucken, was das jetzt war.
So, und hier könnte man vielleicht versuchen, das Ganze nochmal aufzumachen. Ich lasse ihn mal ein Stück unter die Kerze hier kommen. So, der Euro ist nochmal gefällt. Mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Hier auch nochmal, muss natürlich ein bisschen Luft geben. Weil die Frage eben kam, das Webinar wird natürlich aufgezeichnet und kommt dann wie immer bei uns auf die Website. So, jetzt mal gucken, die Linie habe ich jetzt im Auge im DAX. Mal gucken, ob wir die nicht nochmal umgedreht kriegen. So, einmal kurz hier neues Tief, das soll er machen. Einmal kurz anfaken, das ist typisch. So, und wenn er jetzt nochmal hochgeht, und dann packe ich den direkt dahin, nochmal als Short. So, den Daumen im Auge behalten, weil der ist ja da, der DAX ist ja oft ein bisschen mit animiert, wobei der auch noch nichts gerissen hat hier, der Daumen. Der hängt natürlich auch hier. Zumindest mal auf Stunde betrachtet, ja immer noch an der 26. So, jetzt kriegen wir auch gleich hier die nächste Kerze. Mal gucken, ob die jetzt durchfällt im DAX. So, dann hätte ich den jetzt hier quasi zweimal geschortet. Das gleiche Level hier natürlich nur ein bisschen tiefer, irgendwie 2 Punkte tiefer. Aber vorher eben entsprechend ja auch Risiko begrenzt. Und so kann man das schon mal machen. Aber so habe ich zumindest jetzt die Gewissheit, okay, ich bin noch mal in der richtigen Richtung hier unterwegs. Und das ist halt eben oft auch ein bisschen cleverer. So, der läuft jetzt mal an. Gucken, wie weit er kommt. Also typisch wäre jetzt eigentlich erstmal hier unten bis auf den Ausbruchspunkt, wenn es natürlich dabei bleibt. Und ich jetzt hier nicht schon wieder rausfliege oder unten bin ich schon pyramidisiert, habe ich gar nicht aufgepasst, wollte ich gar nicht. Die lag ein bisschen zu eng da. Machen wir kurz weg hier. So, und das heißt, was der DAX jetzt hier gerade macht, um das mal kurz auf Stunde zu zeigen, ist halt einfach, er versucht halt hier aus der letzten Stundenkerze, also die hier, das war die amtliche von 11 Uhr, versucht aus der rauszukommen. Ja. Kann natürlich jetzt sein, dass es trotzdem hier funktioniert, dass ich wieder rausfliege, es kann natürlich sein. Aber dann ist das halt so. Dem gebe ich auch mal ganz kleines bisschen Luft hier über der Kerze, beziehungsweise über der Range. Und dann ist aber irgendwann auch mal gut. Das ist irgendwie ein ziemliches Geier heute alles hier, meine Güte. Da kommt er wieder gefallen.
Wie schon vermutet, eigentlich hatte ich in letzter Zeit ja nur noch den Dow. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade hier den DAX handle. Der rennt dem Gleis sowieso nur hinterher, wahrscheinlich. Ja, das wären schon mal 70 Punkte gewesen. Hier oben sind es jetzt zwei. Aber gut. So, es wird gleich die Stundenkerze fertig. Mal gucken, welche Richtung wir da einen Impuls bekommen. Im Euro vermute ich es leider nach unten. Das ist vom Timing her jetzt eigentlich gerade nicht gut. Also die Stunde ist eigentlich schon rum. Stimmt, ich bin ja wieder hier auf dem falschen. Das kann Ja. alles nicht wahr sein. Ja, ich warte hier auf die neue Stundenkerze. Ne? Das ist. Geht eigentlich gar nicht. Ein Teilnehmer schreibt, dass Bitcoin auch eine gute Bewegung gemacht hat. Nur auch so Nebeninfo. Ja, den habe ich ja gerade hier überhaupt nicht auf dem Schirm. So. Euro wäre ich jetzt dann doch langsam mal dankbar für ein bisschen Gegenbewegung. Ach ja. Also richtig will der DAX dem Dow noch nicht folgen, ne? Nee, also ich weiß auch gerade gar nicht so ehrlich gesagt, warum ich den DAX überhaupt da oben mir geschnappt habe, nicht den Dow. Mit dem habe ich ja eigentlich gleich gesagt, der versucht ja nur da oben aus dem Ding rauszukommen. Ich meine, der DAX zwar auch, ja, aber der war noch nicht oben dran. Der Dow war aber oben drüber. Das ist natürlich eigentlich viel besser. Aber so ist das halt, ne? Trifft halt auch manchmal komische Entscheidungen. So, aber wenn er kommt, dann kriegt er direkt auf jeden Fall eine Pyramide auf den Deckel. So, direkt mal zwei. Dazu. Er steht einfach. Aber gut, der Punkt stimmt ja soweit, das ist soweit okay, ne? Aber halt, das ist natürlich jetzt hier absoluter Bewegungslegastheniker. Das ist halt unglaublich. Sieht ja auf 15 Minuten aus, ja. Da kann der jetzt versuchen, hier oben nochmal die Eröffnung von der 15-Minuten-Kerze zu testen. Soll er machen. Soll nur nicht unbedingt direkt oben rausrennen. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir zeichnen ja hier auf. Muss ja auch mal irgendwas funktionieren. Sehr schade, wenn es heute irgendwie alles daneben gehen sollte. Und nur die Theorie, nämlich, dass der Dow hier runter geht, dann aufgeht. So, meine Güte. Kann mich nicht leiden hier. Muss ich ihm echt noch Luft geben? Ich glaube, ich gebe noch ein bisschen Luft hier. Ist ja noch nicht ganz drin, die Size, von daher ist das schon noch okay. Ist halt dann natürlich immer nervig. Ich meine, ich könnte jetzt auch sagen, gut, ich setze einen Stop hier oben hin. So, dann habe ich natürlich eine wesentlich höhere Chance. Aber so muss man dann halt eben zwei, dreimal rein. Das ist halt dann eben so. Aber es ist dann natürlich halt nervig, wenn man hier dann halt von der Zeit ja dann auch
eingeschränkt ist und dann halt einfach nichts vorwärts geht. Das ist immer ein bisschen schade. Genau wie der Euro. Der hängt hier an meinem Entry, der war ja auch gut, der Stop war ja auch soweit gut. Und aber jetzt bräuchten wir halt dann noch Bewegung, ne? Das wäre natürlich schon sehr nett. Und am besten natürlich auch in die Richtung von der Position. Ein Teilnehmer schreibt, dass der Euro am 61,8er Retracement abprallen könnte, der letzten Bewegung. Das ist auch möglich, natürlich. Ich kann ja aber nur nicht mehr machen, als hier dem Markt zu folgen. Und was er hier ja zum Beispiel gemacht hat, deswegen habe ich die Order ja auch hingelegt, ist halt einfach hier über den Hochs von der letzten Minutenkerze. Da ist er ja drüber und hat ja auch drüber geschlossen. So. Und in der Regel fängt so eine Geschichte ja so halt auch an. Ja. Und da hat ja zumindest der Markt gezeigt an der Stelle, wenn auch natürlich im ganz kleinen Timeframe. Aber der hat ja gezeigt, so hier unten geht es nicht weiter, ich will da drüber. So, und da gehe ich halt mit. Und ist halt für meine Begriffe wesentlich sicherer, als irgendwo zu sagen, ja, hier habe ich eine Linie, egal ob das jetzt eine Fibo ist, ein Pivot oder was auch immer, da könnte der dann drehen. Das kann sein. Also, aber ich gucke lieber, wo dreht er? Weil hier haben wir ja auch eine Fibo und das ist halt die 38er vom Vortag. Ja, und da hat er jetzt halt das gemacht. Wenn das jetzt aber nicht ausreicht, dann kann ich es nicht ändern. Was ich aber eben immer machen kann, ist halt eben aufgrund von solchen Bewegungen entsprechend mir eine gewisse Wahrscheinlichkeit ja halt eben auch rausholen. Ja? Und ich meine, er hat ja hier nach oben reagiert und ist ja auch schon ins Plus gelaufen. Und wenn er noch nicht weiterläuft, dann ist es halt so. Ja? Aber zumindest habe ich nicht irgendwo blind dagegen gehalten, gegen die vorherrschende Bewegung. Und trotzdem kann es natürlich passieren, dass man halt ein paar Mal hintereinander liegt und aber das sind halt Sachen, die kann man ja halt ganz gut messen und protokollieren und so weiter. Und beziehungsweise halt eben auch nachvollziehen. Und deswegen bin ich eigentlich immer eher ein Freund von sowas, als jetzt halt irgendwie blind irgendwo halt da long oder short zu gehen. Genau wie hier halt auch, ja. Hat es nochmal irgendwie, ist da drunter gekommen, nochmal durchgefallen, tieferes Tief gemacht vor der Kerze. Jetzt geht er halt trotzdem hoch, ja, meine Güte. Dann ist das vielleicht heute einfach nicht mehr Tag. Passt zumindest zum Wetter und zu meinen Kopfschmerzen, die ich heute habe. So, und irgendwo wird er es auch machen. Ne? Ich meine, man sieht ja, es gibt ja halt überall irgendwo Käufer auf der Strecke, die den Fall ja auch ausbremsen. Nur wo dann halt jetzt die entscheidenden Marktteilnehmer dann halt reinkommen. Gute Frage, nächste Frage. Ne? Und da hilft halt dann leider Gottes nur Trial and Error. Oder man setzt halt einen Stop, der so groß ist, ja, dass man halt dann irgendwie dann halt sagt, so, ich mache einen Deckel zu und wenn ich morgen wiederkomme, ist das Ding ein Plus. Das kann man natürlich auch machen, ja. Ich bin da nur nicht so ein Freund davon. So, aber hier sollte er jetzt nicht mehr drunter. Sonst ist da jetzt erstmal Essig mit dem Euro an der Stelle, beziehungsweise da werden wir auch gar nicht mehr lang genug da sein, um das dann halt entsprechend noch zu sehen. Und das ist jetzt hier auch völlig verkehrte Welt. DAX dreht nur nach oben, Dow fällt nur nach unten. Die ganze Zeit immer umgekehrt alles. So, jetzt ist er halt oben dran an der Stundenkerze. Schießt es dann jetzt wahrscheinlich da oben ab? Deswegen bin ich kein Freund von großen Stops, weil das sieht man leider auch kommen und sowas. Aber gucken wir mal. So, das wäre auf jeden Fall das nächste Level. Das wäre eigentlich zum Scalpen, wäre das hier mein Entry.
Zwei, drei Punkte hier oben drüber, darauf kommt es jetzt hier auch nicht an. Ein Teilnehmer fragt bzw. schreibt, ob Euro Long und gleichzeitig Dark Short nicht ein doppeltes Risiko wäre, wo wir ja jetzt beim Thema Korrelation wären. Also ich bin der Meinung, ich weiß, dass es viele sehen das mit dem ganz gerne so. So, jetzt machen wir hier mal, gehen wir mal die Pyramide rein. Viele sehen es ganz gerne so. Ich bin der Meinung, es existiert keine Korrelation. Also in dem Sinne. Es mag sein, dass es halt irgendwie, wenn man das auf lange Sicht betrachtet, dass es da halt irgendwie funktioniert, ja. Aber halt, wenn man sich das mal anguckt, ich kann es jetzt nur nicht zeigen, weil ich ja hier gerade so ein paar Positionchen drin habe. Kann ich aber nachher vielleicht machen, vielleicht haben wir noch die Zeit. Da sieht man auch eigentlich recht deutlich, wenn man das mal halt irgendwie, egal ob jetzt auf Stunde, Tag oder was auch an, oder was auch immer, mal gegenüberlegt, ja, also prozentual betrachtet, gibt es keine Korrelation. In den meisten Fällen ist es sogar so, dass die gleichzeitig miteinander oder knapp mehr als 50% der Fälle ist es so, dass die eigentlich eher die gleiche Bewegung machen, als dass sie gegensätzlich machen. Also bei News, ja, dort ist es halt tatsächlich oft so, dass es auseinanderläuft, aber halt eben im Großen und Ganzen eigentlich nicht. Also das kann man messen. Also es gibt ja halt ein Plugin hier im Stereo Trader, beziehungsweise ein Add-on, das ist ja dabei, das kann man ja mal nutzen und kann man sich ja auch mal angucken dafür. Und da sieht man das eigentlich ganz deutlich, ja. Also das ist halt so gar nicht ist, wie immer allgemein angenommen. So, macht der Euro jetzt endlich das Spiel, was er spielen soll, oder? So, das war halt natürlich ein super Skyping-Setup hier, ne? Das, was ich auch gerade gemeint habe, dass wir zum Skypen, wäre das mein Entry. Weil das ist halt ein klassischer Fake-Breakout. Und nach dem Motto, boah, jetzt geht er oben raus und dann plupp, fällt er halt eben doch wieder unten rein. Und auch wenn der jetzt hier auf 5 Minuten drüber geschlossen hat, das ist völlig egal. Also, weil das hier ist eine Stundenkerze. Und im Endeffekt ist das, wenn das nicht gelingt, ist das letzten Endes nur ein kleiner Docht, der da oben rausguckt. Mehr ist das nicht. Darf man halt nie vergessen, wenn man in kleinen Timeframes unterwegs ist. So, ich habe es hier umgekehrt gemacht, ja. Ne? Also ich habe halt das, was eigentlich für die Pyramide vorgesehen war, oben reingegeben, also verbilligt an der Stelle. Hätte ich natürlich auch jetzt mit der vollen Position machen können, wollte ich aber nicht, ja. Willst du nicht übertreiben. Und aber kann man halt schon mal machen. Ich sehe es ja, wenn der jetzt nicht läuft, dann muss er halt raus. Und hier ist auch eine Stop-Order jetzt entsprechend. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, dann fliegt die Pyramide auch hier direkt wieder raus, ja. Und dann hat es irgendwie da oben 2 Punkte extra gekostet, aber halt eben jetzt nicht gleich eine Riesenposition. So, der Euro hat hier auf 1 Minute, wie weit das jetzt halt aussagekräftig ist, wenn wir gleich mal sehen, Hangman gezaubert. Das ist mal nicht so schön. Also im großen Timeframe würde ich sagen, raus da. Auf 1 Minute. Mal gucken. Hier ist die Frage, ob du zwischen dem DAU und Euro eine Korrelation feststellen konntest. Die ist momentan tatsächlich vorhanden, ja. Also das heißt aber nicht, ist halt immer die Frage, wie lange hat sowas dann auch Bestand, ne? Momentan ist ja wirklich so, wenn der Euro irgendwie steigt, dann zieht der Dow da immer jedes Mal gewaltig hinterher. Und aber im Allgemeinen, das kann man ja messen. Also Correlator heißt das Add-on. Einfach mal benutzen und dann mal die Werte übereinander legen. Wie gesagt, ich werde es gleich mal zeigen. Haben wir das nicht letztes Mal auch schon gehabt? Ich habe das auf jeden Fall doch irgendwann mal gezeigt. Ja, wir hatten das letzte Mal, aber natürlich auch in den Webinaren davor. Ja, genau. Ich erinnere mich doch da irgendwie dunkel. So, jetzt muss der Stop aber hier hin, weil nochmal muss ich nicht darunter im Euro.
So, dann kommen wir hier tatsächlich, wenn wir noch eine Viertelstunde machen, noch bis zur Markteröffnung. Sind wir da noch dabei? So. Gucken, ob wir unten den Test kriegen. Dann sollte er aber auch endlich hier durchfallen. Wenn er das Ausbruchslevel nochmal versucht zu testen, weil dann war das da oben wohl relativ deutlich ein Fail-Breakout und dann macht es auch keinen Sinn mehr, hier an der Stelle großartig zu bremsen. Da könnte man dann nämlich eher die Pyramide, hier liegt es ja schon, nochmal reingeben. Sollte jetzt aber dabei bleiben, ne? Sollte jetzt hier natürlich der DAX jetzt nicht Support suchen. Hier auf den letzten Highs. Sondern nach Möglichkeit da durchrutschen. Ein Teilnehmer schreibt, dass die Kursbewegung wie chinesische Wasserfolter ist. Ich hoffe, ich spricht nicht aus Ja. Erfahrung. Ja, so ein bisschen, ne? Es braucht halt manchmal Geduld. Was will man machen? Das ist halt so, ne? So ist das halt eben. So, der Euro hat die Pyramide gefüllt. Guck, das ist eine gute Idee, war. So, die Biege hier brauchen wir im Euro auch nicht mehr. Eieieiei, ja, das ist echt ganz schön nervenaufreibend. Jetzt haben wir hier natürlich den Break-Even ein bisschen blöd liegen. Der liegt jetzt hier genau an der Eröffnung von der 5-Minuten-Kerze. Natürlich ein bisschen doof. Aber ich nehme jetzt die Pyramide nochmal raus, die jetzt hier schon drin war. So. Das ist eigentlich, war ja eigentlich keine echte Pyramide, sondern war ja an der Stelle verbilligt. Aber ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn man das so macht, und es kommt natürlich immer auf die Positionsgröße an, erhöht man natürlich seine Chancen, das ist ja ganz klar. Und muss da nicht immer sich unbedingt auf einen Punkt fixieren. So, jetzt mal gucken. Aber wie gesagt, wenn der hier runterkommt, ich würde den auch nochmal reingeben, die Pyramide, beziehungsweise die zusätzliche Position. Weil das macht eigentlich keinen Sinn, dass der jetzt hier bremst. Weil, wie gesagt, das hier ist die Stundenkerze, ja, über die wir hier reden. Und was der 5 Minuten da jetzt halt hier macht oder wo der seine Grenzen da setzt, ist eigentlich völlig Banane. Ist eigentlich total egal. So, wenn der DAX jetzt unten durchfällt und Euro nach oben zieht, dann haben wir hier was geleistet, ja, und vielleicht den Rest und Tag noch was anfangen kann. Das ist halt echt, das ist unglaublich, ne? Der Euro steht ja einfach nur rum. Man, beziehungsweise fällt uns erstmal da entgegen. Nächstes Mal machen wir Scalping-NFP, das ist immer schneller fertig. Und den kanadischen Dollar. Ja, den sowieso, ja. Nein, aber es ist halt wirklich so. Ne? Ich bin halt auch echt, ich sage es immer wieder, ein ganz großer Fan vom Scalping, weil es ist halt, es kostet einfach keine Nerven, ja. So, das ist schmerzfrei. Rein raus, fertig. Und da kann man aber irgendwie ein paar Mal falsch liegen, das ist total egal, ja. Das ist, eine Minute später ist es halt vergessen. Und das hier, wenn man sich das halt irgendwie anguckt und guckt da eine halbe Stunde, damit man da halt mal irgendwie ein Ergebnis sieht, das macht einen ja wahnsinnig einfach nur, ne? Welches So, wie lange Ziel hat das hast jetzt du? gedauert? Bitte? Hier wird gefragt, welches Ziel du beim Euro hast, falls der Long geht. Beim Euro. Grundsätzlich bin ich da ein ganz großer Fan davon, den im Trail laufen zu lassen mit dem PLH Peak Trail. Da habe ich echt schon
Strecken rausgeholt von irgendwie 200 Pip und mehr, ja, also auf einer Stunde PLH Peak mit Distanz 4, da kommen teilweise wirklich Ergebnisse bei raus, das ist wirklich halt echt fantastisch, also. Und wenn eine Stunde nicht reicht, dann halt 4 Stunden. Das geht oft wirklich hunderte von Pip weit, ja. Da muss man irgendwie gar keine Entscheidung mehr unterwegs treffen, sondern lässt das Ding einfach laufen und gut ist. Und dann bin ich halt grundsätzlich auch ein Freund davon, weil es halt einfach dann halt, oder ich vertrete halt immer dass die Devise so, der Markt sagt mir, wo es vorbei ist. Nicht ich sage, ich gehe raus an der FIBO und dem Widerstand oder sonst was, sondern damit kann ich es mir halt vom Markt zeigen lassen, weil der Markt läuft in Ranges und das decken diese Trails ja halt auch ab, ja, also solche Ranges oder der neue Priax Trail, der drin ist, zum Beispiel, der erkennt die Ranges nochmal wesentlich genauer und Entschuldigung, und hält da teilweise extrem lange durch, also hat ja auch einer von, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich jetzt hier auch dabei in der Gruppe, auch geschrieben oder beziehungsweise schon mehrfach erwähnt, dass auf Gold der Priax Trail unglaublich weit kommt, ja, dass der dann halt wirklich hunderte von Punkten da halt auch mitgenommen hat. Hier fragt gerade jemand, Demo oder Echtgeld? Echtgeld, klar. Was haben wir hier noch für Fragen? Da fragt jemand DAX jetzt long. Sorry, ich kriege die Zahlen hier, die Fragen hier nicht mit. Beziehungsweise muss mal ein bisschen drauf gucken. Wann scalpst du und wann nicht, wird gefragt. Wie erkennst du das? Das liegt daran, ob ich Zeit habe oder nicht, ehrlich gesagt. Also scalpen kann man eigentlich immer, ja. Das ist, also außer halt, ich meine, man braucht natürlich Wohler, das ist halt auch klar, ja. Also wenn wir solche Märkte haben wie zurzeit, wie gestern, wo der Dow halt wirklich läuft bis zum geht nicht mehr, da kann man sich halt auch zu Tode scalpen, ja. Ich meine, laufen lassen kann man dann natürlich halt auch, aber kommt dann immer die Frage, wie weit kommt man damit halt. Und wenn halt wie der Dow gestern 200 Punkte rauf, 300 runter und nochmal 200 rauf, da wird man mit laufen lassen auch nicht glücklich. Und nee, aber also generell, ich scalpe eigentlich am liebsten, weil es wirklich das Effizienteste ist. Also sieht man ja hier, jetzt ist ja ein schönes Beispiel, der Euro hier vorhin, beide, oder ist jetzt schon der dritte Entry, ja. Ich könnte jetzt hier schon zum dritten Mal auf den Knopf drücken und sagen, danke, Geld verdient. Und solche Positionen zum Laufen lassen, klar, mit Automation, alles gut und schön. Und es kommt halt wirklich auch immer drauf an, ja, also wenn es halt irgendwie ein gutes Setup ist, wo ich halt weiß, so, das ist ein schöner Entry, der könnte halt auch richtig weit kommen. Dann mache ich natürlich auch schon mal gerne eine Position auf, die man halt eben drin lassen kann. Da muss man ja nicht irgendwie scalpen, wenn man in Anführungszeichen weiß, der kann von hier, von der Stelle halt weit kommen. Und da verschenkt man ja halt zu viel. Aber halt DAX zum Beispiel ist jetzt das für mich eigentlich nur noch Scalping, seit Wochen eigentlich schon, weil der halt ja, ich meine, der tritt auf der Stelle. Seit 5 Monaten tritt der auf der Stelle. Und auch wenn der jetzt hier mal kurz irgendwie unter 13.000 ist, der tritt immer noch auf der Stelle und da weiß man gar nicht, wohin man den laufen lassen soll. Und tagsüber ist es halt, läuft irgendwelche Punkte an, geht dann long, doch nicht long, geht short, doch nicht short. So war es die ganze Zeit und das ist dann halt für mich ein Scalping-Instrument. So, beim Dow ist es wieder was anderes. Der hat ja jetzt gerade erst angefangen mit den Spielchen, dass er hier im Kreis fährt und von daher, da macht es nur momentan Sinn, aber normalerweise ist das halt wieder auch einer zum Laufen lassen. Ich meine, der hat ja auch einfach einen ganz klaren Trend. Und daran sollten wir es dann schon davon abhängig machen. So, jetzt ist er hier mal kurz drunter, der DAX. Das ist schon mal gut. Ja, also unter hier, da, was er versucht hat, da als Range zu verteidigen. Das macht dann jetzt auch langsam mal Sinn, das Ding hier. So, jetzt muss er natürlich einmal bitte mit Speed darunter. Und wenn das nicht funktioniert, dann würde ich den, glaube ich, echt hier rausnehmen. Das ist mir sonst zu anstrengend. Beziehungsweise, der kann natürlich noch fallen. Ja, also da ist ja nach wie vor, habe ich ja da die 780 auf dem Schirm. Da sind schon noch ein paar Meter bis dahin. Da kann er natürlich jetzt auch mal ein bisschen Zeit lassen. Und man darf halt eins nie vergessen, weil bei solchen Positionen, es funktioniert ja nur,
wenn genügend Käufer da sind, ja, sonst gibt es ja kein Speed nach unten. Deswegen muss er auch erstmal so tun, als würde er halt long gehen, und weil das geht gar nicht anders, weil je mehr halt hier long reinspringen, umso weiter kommt er natürlich nachher in die andere Richtung, weil irgendwas muss ja auch aufgelöst werden hier, und irgendwo werden die Stops jetzt halt liegen, vorausgesetzt, er geht short, ja, was ich natürlich immer noch nicht weiß, aber die Chance steigt ja jetzt langsam, und dann werden hier auch irgendwo dann Stops liegen, und dann gibt es auch entsprechend Tempo nach unten. Das ist halt leider immer das Problem dabei. Weil umsonst kommt die Bewegung ja nicht. So, der Euro, guck an, ne? Da haben wir doch jetzt. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Hier Hier sind noch normal verlaufen. zwei Fragen. Ich gehe mal davon aus zum Trailing Stop noch. Ob im Stundenchart und welcher Abstand? Beim Euro normalerweise Abstand 4 reicht eigentlich. Also 4 Pip im Stundenchart. So, wir gucken, der war wahrscheinlich ein bisschen früh hier abgesichert. Gehört schon noch unter die Kerze hier. 5 Minuten ist schon ein bisschen knapp. So, mal gucken, wo hängt er denn? Ja, 15 Minuten wäre jetzt natürlich hier oben der nächste relevante Punkt. 30 Minuten ist die jetzt fertig wird. Und der hat natürlich Luft ohne Ende. So, und irgendwie macht der DAX mich bekloppt, ehrlich gesagt. Bin da wirklich kurz davor, den da aufzulösen. Kann ja nicht sein. So, der Euro macht auf jeden Fall seinen Job. Der DAX klebt da schon wieder rum. Wenn der jetzt wieder da oben drüber schließt, dann gehe ich raus. Ja, also hier auf 5 Minuten, weil das ist dann irgendwann auch mal genug. Das hier oben war ein schöner Entry. Das hier ist alles schon wieder, weiß ich nicht. So, der Euro, der ist natürlich viel zu früh, um den jetzt hier irgendwie auf den Trail zu schicken oder so. Außer man sagt dann 5 Minuten, dann bin ich aber schon wieder im Scalping, und da würde ich hier jetzt schon eher sagen, so, okay, kann man auch rausnehmen, ja. Und gucken, hier oben wäre die nächste Welle, das wäre das nächste Ziel, was es zu beackern gäbe. Aber wie gesagt, hier trailen noch nicht. Also das kann hier, das fängt an, mich zu nerven mit dem DAX. So, 24. Ne, Quatsch, ist ja schon wieder später, ne? Ach, 30 Sekunden sind es ja schon wieder nur noch. Genau. Also, das ist übrigens vps-server.com, ja? Kann ich nicht empfehlen. Kann ich gar nicht anders sagen, ja? Das kann ja nicht sein, dass hier die Uhr falsch geht auf dem Server. Also ich meine, das ist schon ein bisschen lustig. So, ich setze den Stop jetzt hier hin. Wenn der fliegt, fliegt er jetzt. Ist mir dann jetzt egal hier mit dem DAX. Kann sich nicht ändern. Ja, jetzt kommen die Amis. Mal gucken, was die dazu zu sagen haben, dass es da unten hängt. So. So, jetzt diese Linie hätte ich besser nicht gezeichnet. Das scheint jetzt irgendwie der interessanteste Punkt des ganzen Tages zu werden, wenn das hier so weitergeht. Ist unglaublich. So, was ich aber jetzt hier mache, ist, ich nehme hier mal einen Teil raus. Das muss ja so nicht sein. So.
Das ist mir echt zu stressig hier. So, im Euro bewegt sich nicht so wahnsinnig viel hier zur Eröffnung. Und die Amis gehen scheinbar direkt an, beziehungsweise versuchen es halt mal wieder. Aber ich glaube halt echt, dass es halt einfach so ein Level ist, das halt, das hatten wir gestern ja auch schon, ja, dass es halt möglicherweise einfach zu hoch ist. Und deswegen wäre ich da schon ein großer Freund davon, wenn wir einmal kurz unter die 25.900 einmal drunter gehen. Und ab da dann richtig hochziehen. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Freund davon, hier Long einzusteigen. Das ist nicht schön. Das ist kein schönes Bild. Hier ist die Frage, wofür das Live-Add-on ist. Ach so, das habe ich jetzt hier nur reingetan, um damit ich direkt die Linien drin habe. Das hatte ich letztens auch mal in der Facebook-Gruppe auch schon mal angesprochen, beziehungsweise schon mal kurz vorgestellt. Das ist halt einfach, damit man die Linien, die ich hier habe, oder halt auch irgendein anderer Analyst, ja, da werden ja auch noch ein paar Partner dazukommen, dass man in Echtzeit die Linien von dem anderen halt eben dann auch auf dem Schirm und im Chart hat. Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel halt in meinem Setup halt eine Linie dazu baue und man hat das entsprechende Add-on, kriegt man das halt auch sofort angezeigt. Ja, das ist aber Zukunftsmusik, das kommt. Das hier ist der Prototyp. Und da wird es halt auch einen Zeitraum geben, wo man das halt auch gratis testen kann. Das kommt alles, dauert noch ein bisschen und ist halt nicht die einzige Baustelle momentan, weil ich hatte es eigentlich schon vorgehabt, mal ein bisschen eher zu machen, aber so ist das halt manchmal, verzögern sich eben die Dinge. So, also das ist der Hintergrund dazu. Ich mache jetzt mal hier, ich sichere mal die Pyramide ab hier im Euro, falls er jetzt hier nochmal runterkommt. Ja. Versuche halt immer Pyramiden nicht in den Verlust laufen zu lassen. Ja, das heißt, wenn der jetzt hier runterkommt und dann ist erstmal die Pyramide hier raus. Und nur noch die eigentliche Position drin. Er steht hier so ein bisschen doof hier auf 5 Minuten, ist keine schöne Kerze. Es kann leicht ins Auge gehen. Aber eigentlich ist hier nichts, ja. Also es gibt eigentlich keinen Grund, warum der jetzt hier irgendwie scheitern sollte. Ich kann da zumindest nichts erkennen. Also rein markttechnisch zumindest nicht. Vielleicht hier irgendeine FIBO oder so, die habe ich gar nicht eingeblendet. Kann ich aber mal machen. Ja, hier ist der Platz beschränkt, das ist immer so ein bisschen doof. Beziehungsweise ein Pivot. Ah ja, hier, der Hauptpivot, ja, okay. Aber das ist kein Grund, warum irgendwas nicht funktionieren sollte. Ach ja, so, jetzt haben wir tatsächlich mal die Markteröffnung mit dabei. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen mein Ehrgeiz, ne? Ich meine, wir haben am Anfang hier da zwei kleine Loser, hier einen kleinen Loser. Ist vielleicht auch manchmal der falsche Ehrgeiz, sowas, aber zumindest mal jetzt halt dabei bleiben und die Dinger hier nach Hause bringen. Halt das hier ist das Geeier um die 855, das ist ein bisschen anstrengend, also müsste jetzt nicht sein. Und natürlich kann man jetzt sagen, wenn er jetzt ist er doch wieder runtergekommen, hätte man oben nicht rausgehen müssen. Doch, also ich bin schon der Meinung, immer wenn halt ein Bild unsicher ist, so ich mache jetzt die Pyramide hier von Hand weg im Euro. So, schon passiert. Wenn das Bild halt unsicher ist, dann kann man ja das Risiko rausnehmen, ja. Und muss ja dann nicht unbedingt die ganze Position dann halt irgendwie ins Minus schicken. So, ich habe die hier rausgenommen, weil das dauert halt hier einfach ein bisschen zu lange, ne? Das ist halt
Von daher dann lieber irgendwie später nochmal rein. Wenn er da halt irgendwie drüber gehen sollte, kann man auch mal platzieren. War auch eigentlich die falsche Positionsgröße für die Pyramide, die war ein bisschen groß. So. Tja. Ein Gedrehe auf der Stelle, das ist unglaublich. Kann man den auch wieder vernünftig hinsetzen. Position ist ja nur noch halb so groß. Aber trotzdem, da unten sollte eigentlich jetzt nicht nochmal hin der Euro. Sonst ist das eher keine gute Idee. Also auf den ersten Blick sieht das hier natürlich auf 15 Minuten ganz gut aus. Ist natürlich auch sehr eng betrachtet. Ich traue mich hier nur gar nicht, irgendwie ein Bild größer zu machen. Dann sehe ich hier nicht mehr, was im DAX passiert. Ich kann es aber so versuchen. So, jetzt ist irgendwie mal auf 30 Minuten. Also die Lows hier, die haben gehalten, beziehungsweise halt. Da ist er ja drüber. Das wäre schon ein plausibles Bild, jetzt hier hochzugehen. Ja, hier oben war ja vorhin mit dem Pivot zusammen halt der erste Punkt. Das wäre eine kurze Unschärfe gewesen, hätte aber direkt hochziehen müssen, hat er ja nicht gemacht. Das wäre auch okay gewesen und so wäre es halt eher im klassischen Sinne noch in Ordnung. Ja, also man hat hier einfach eine Welle nach unten, dann nach oben und das wäre hier so das Maximum ausgereizt. Und alles hier drunter wird dann auch irgendwann kritisch. Also weil bis da unten hin, Vortagestief, da nochmal nach oben rauszukommen, das wird dann eher nicht so einfach. Also das wäre das hier schon eher okay. Das heißt, wenn sowas dann halt passiert, dann turnen wir wieder ganz schnell in der Range, wie wir es ja auch gerade hatten im Euro, dann für mehrere Tage. Und deswegen besser, das bleibt jetzt mal hier bei diesem Level. So, die 30-Minuten-Kerze, die ich hier auf habe, die hat natürlich jetzt Zeit. Ja, das heißt, da kann er nochmal hier die Eröffnung von der 30 Minuten auch nochmal antesten. Ist alles möglich. Aber ich habe den ja eingetütet auf einer Minute jetzt erstmal. Und aber will ja halt auch höher damit. Ich will ja nicht nur hier irgendwie 10 Pip, die wir jetzt hier gerade schon mehrfach hatten. Und deswegen muss ich jetzt natürlich mich auf die anderen Timeframes einstellen. Das heißt, ich muss jetzt natürlich dann halt, wenn ich hier weiter will, auch den 30 Minuten im Auge behalten. Und das heißt, eigentlich gehört der Stop natürlich ganz klar hierhin, ja, weil das hier ist das Level, das nicht mehr unterschritten werden sollte. Und da gehört aber natürlich jetzt in 30 Minuten jetzt natürlich auch mindestens hier unten an die Lows, ja. So, aber ich lasse den erstmal hier und einfach mal zu gucken, ob das jetzt hier überhaupt angelaufen wird, ob es hält. Und dann mal gucken, wie man mit der Position umgeht. Aber das Ganze dauert halt hier nur leider viel zu lange, um das halt irgendwie noch vernünftig begleiten zu können. Und auch, wenn man auf 5 Minuten, kann ich jetzt auch mal kurz mal zeigen, warum das jetzt hier mir noch kein Kopfzerbrechen bereitet, weil wir haben wieder das Gleiche, ja. Das ist die Eröffnung von der 5-Minuten-Kerze. Da hat er halt mal kurz nachgeguckt, ja. Und die 5-Minuten-Kerze ist erst fertig. Jetzt muss ich auf die andere Uhr wieder gucken. Jetzt ist die fertig. So, da schließt die jetzt. Das heißt, wir sind in der Aufwärtsbewegung geschlossen. Von daher ist alles fein soweit, ja. So. Aha, der bewegt sich schon mal in die richtige Richtung. Der Dow. DAX Short könnte ja glatt noch was werden. Das ist ja unglaublich.
Wahrscheinlich geht er jetzt wieder hoch über die Linie. Deswegen fasse ich die auch gerade nicht mehr an. Ja, also das ist der hier mit der 850 beziehungsweise hier 55 für ein Problem hat, schließt sich mir nicht so ganz, wo man da nicht einfach mal jetzt 70 Punkte drunter fallen kann. Beziehungsweise hier einfach mal die eigentlich plausibelste Bewegung, nämlich innerhalb von der Stundenkerze erstmal unten raus von der roten Kerze oder zumindest mal hier unten angetestet. Das wird sowieso nichts in der Form. Also es ist halt nur die Frage, wie lange er braucht, um das einzusehen. Sag ich mal halt so ganz selbstsicher, was halt die weitere Bewegung halt angeht. Aber meistens ist es ja halt immer so. Klar gibt es auch mal Ausnahmen, ja, also beziehungsweise andere Fälle, aber es sind Ausnahmen. Und wir hatten hier oben schon, einen Fake hatten wir schon. Brauchen wir jetzt dann noch zwei oder drei? Weiß ich nicht. Gut, je mehr es dann werden, umso übler geht es dann nachher unten raus. Ne? Das ist halt auch klar. Weil wenn da oben keiner kauft, dann kauft da halt keiner. Und dann nutzt auch nichts, wenn man es fünfmal versucht. Und nur umso mehr geben dann halt nachher entsprechend dann auch auf. Aber das Geschiebe hier um diese blöde Linie, vielleicht sollte ich mal die Farbe ändern, vielleicht bringt das was. Ich denke mal, sagen wir es mal auf. Hier ist rot. Da ist nichts mehr. Aber irgendwie ist das alles ein ziemliches Hin und Her hier. Hier wird im Chat nach dem Link gefragt, den du zur Verfügung stellen wolltest. Ich weiß allerdings nicht, welchen Link jetzt gemeint ist. Ja, mache ich gleich, Sekunde. Wahrscheinlich war der Blog gemeint, ne? Kann der Teilnehmer ja nochmal kurz schreiben, ob das, ja. Der Blog. Und eine zweite Frage. So, ihr Lieben, ich mache jetzt was anderes. Ich setze den jetzt hier hin. Weil das kriegen wir nicht bis zu Ende verfolgt hier. So, und wenn ich den jetzt aber hier rausnehme, dann geht der wenigstens noch ein Plus hier raus. Und auch wenn der nachher nach oben dreht, und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er es machen wird, ist halt nur echt nur einfach die Frage, wann. Und dafür dauert jedes Webinar nicht lang genug. Und sorry, Nels, wenn ich gerade unterbrochen habe. Nein, das geht vor. Ja, und weil es soll ja halt auch, es ist halt immer schade, wenn man danach sagen muss, ja, wer danach noch irgendwie dabei geblieben ist, der konnte nachvollziehen, das. Und das war halt auch leider wirklich bis jetzt immer so. Aber es ist halt immer ein bisschen schade. Ich würde ja schon eher gerne versuchen, das hier so ein bisschen abzuschließen. Gut, den DAX kann ich jetzt nicht hier runterprügeln. Der klebt da halt jetzt einfach mal wie eine 1. Und den Euro, den werde ich wahrscheinlich jetzt die nächsten 5 Minuten auch nicht mehr da oben hinkriegen, so wie es aussieht. Weil der wahrscheinlich hier unten noch eine zweite Welle irgendwie machen muss. Und das ist halt so, ja. Aber trotzdem, man kann sich das ja im Auge behalten, ja. Also meine, wie gesagt, wenn der mal angelaufen ist, ja, hoppla. Und das wäre eher, sobald das Level hier wiederum raus ist. Das heißt, das ist dann auch hier oben der Pivot, ja. Sobald ich da nochmal drüber schließe, oder beziehungsweise ich muss gar nicht mal drüber schließen. Das heißt, es reicht, wenn der da oben nochmal dran läuft. Wenn der also nochmal an den Pivot läuft, wobei hier muss man aufpassen, die Welle geht ein bisschen höher. Das heißt, über dem Pivot muss er eigentlich ein Stück drüber, damit das hier zumindest mal angeknackst ist. Da kann der auch nochmal runter, aber dann sollte er wirklich auch nach oben irgendwann dann auch wegziehen. Und dann ist das eine Geschichte, wie gesagt, für einen Trading Stop, PLH Peak, eine Stunde Abstand 4 Pip und die auch weit kommen kann. So, aber hier kommt er jetzt erstmal nicht weit. Pyramide habe ich raus, der ist jetzt auch ein Plus raus, okay. So, da kann er von mir aus jetzt hier unten rumturnen und dann ist das fein. So, aber da scheint ja noch irgendwas zu fehlen da unten und den DAX an der 56, ich kann ihn nicht mehr sehen, ehrlich gesagt, ist langsam. Das ist, ja, ärgere mich gerade so ein bisschen über mich selbst, dass ich den überhaupt gehandelt habe und nicht irgendwie gleich den Dow, von dem ich ja gesagt habe, so, das wird so nichts, zu teuer. Aber gut, ich lasse den mal noch, soll er halt noch ein bisschen rumturnen, werde den wahrscheinlich auch nochmal shorten, wenn er da oben hingeht, weil ich nicht glaube, dass das sowas wird. So, hier sieht man sie halt auch, ne? Das ist halt so, das löst nicht nach oben auf. 30 Minuten,
Gut, da hängt er jetzt halt drin. Er hat halt einfach eine grüne Kerze gebaut. Wahrscheinlich ist das jetzt auch das Problem, dass es hier alles so ein bisschen widersprüchlich ist. Also, was man hier jetzt einfach sieht, und das kann man zum Beispiel oft beobachten, wenn man zum Beispiel einen Außenstab hat auf 30 Minuten, der halt bullisch ist und dann aber auf einer Stunde nicht, dann artet das in seitwärts aus. Das ist ganz oft der Fall. 15 Minuten ist auch hier bullisch, 5 Minuten ebenfalls. Und der ganze Rest ist sowieso bärisch. Ja. Und das ist halt dann einfach Schieberei hier. Und irgendwann ist es halt dann geklärt. Kann auch sein, dass der dann mal kurz oben raus muss und dann doch wieder unten rein. Aber der wird hier nicht weit kommen von dem Level aus. Da glaube ich nicht dran. Gut, aber wie gesagt, ich lasse den jetzt erstmal so. Und dann kommen wir hier auch mal langsam zum Schluss. Genau, der Link war noch gefragt, ne? Genau, Mal gucken, einmal. wie mache ich das denn? Ich könnte ja Und hier einfach mit einem Texteditor. Wo ist er hin? vielleicht noch als letzte Frage, ob du bei 25.900 ein Limit setzt. Nee, auf keinen Fall. Also den DAO mit Limits auch zu handeln, das ist oft, ganz oft echt keine gute Idee. Weil der ist, gerade der, wenn der mal unterwegs ist, dann bremst der auch so schnell nicht. Und von daher würde ich da eher abwarten, was da passiert. Ja? Und wenn das Gleiche, wie ich es vorhin halt hier im Euro gemacht habe, ja, wenn der sich da auf einer Minute dann halt wehrt, mit eben so einer Kerze, wie hier gezeigt, zum Beispiel, ja, dann ist das schon mal ein Indiz, okay, da sind auch ein paar Käufer am Start. Aber solange ich keine Käufer sehe, würde ich da auch nicht irgendwie mit einer Limit-Order arbeiten. Es geht selten gut. Also nach meiner Erfahrung, vielleicht hat da jemand halt irgendwie eine bessere Taktik oder bessere Erfahrungen, aber nach meiner Erfahrung geht es halt wirklich oft nicht gut mit Limit-Orders. Lieber abwarten, bis es wirklich bremst. Und wenn man nur irgendwie auf 5 Minuten guckt, ob ich irgendwo eine Lunte habe, ja, ist immer noch besser als irgendwie einfach nur ein Limit. Da halt irgendwie dagegen zu halten. Ich habe den Link in den Chat kopiert schon. Hast du schon? Ja, ich hoffe auch den richtigen. Trading at stereotrader.de. Den habe ich. Sehr gut. Ja, dann ist das ja schon geklärt. So, das ist der Block. Ich zeige ihn hier auch nochmal gerade. Ja, so sieht er aus. Trading.stereotrader.de. Dort sind halt jeden Morgen die ganzen Einschätzungen. Und die auch, man mag es nicht glauben, aber halt auch doch recht oft funktionieren. So, sind noch alle da? So wie ich sehe, ist kaum jemand gegangen. Also dafür halt an der Stelle mal ganz herzlichen Dank. Ja, also das ist ja halt hier leider Gottes nur ein auf der Stelle rumgestehe und rumgekaspere. Und von daher herzlichen Dank von meiner Seite für eure Geduld, auch im Namen des Marktes, der hier ganz viel Geduld abverlangt. Und ich hoffe, das war halt trotzdem alles verständlich, warum, weshalb, wieso. Und was man übrigens hier sieht, nur mal ganz kurz am Rande, es ist halt hier eine Flaggenbildung auf einer Minute im Euro. Ja, das ist halt eigentlich auch der Klassiker, um nach oben aufzulösen. Das heißt, wenn man das weiter verfolgen will, entweder halt hier, also es ist keine Empfehlung, klar, ne, aber entweder hier long bleiben, stopp da unten drunter oder hier oben irgendwo rein. Ja, also, und weil wenn der kommt, dann kommt er vermutlich mit Speed dann auch hoch. Und da wäre natürlich, um die EMA-Händler auch mal nochmal anzusprechen, hier oben der EMA 200 natürlich ein Level, klar, weil er einfach hier unter der letzten Welle hier liegt. Und deswegen wird er auch reagieren hier an der Stelle. Das heißt, man muss jetzt hier nicht gleich shorten, ja, aber deswegen ist dann halt typisch oder so, wenn sowas zusammenkommt, und das zeitlich zusammenpasst. Und oft ist es so, dass es einfach nur dauert, bis es zeitlich zusammenpassen muss. Und dann funktioniert es halt auch. Und ich sage immer, es ist nicht, weil der EMA da liegt, sondern eben, weil die beiden Faktoren an der Stelle dann halt zusammenkommen. Es ist diese Welle hier, die ist halt das einfach das, was es zu sprengen gibt, ja. Und das wird hier gerade vorgebaut. Und das heißt, eine Flagge halt sowas löst nach oben auf, normalerweise. Und dann aber auch mit Speed, ja. Und wenn man sich das einfach mal hier spiegelt, ja, vom Winkel her, kann ich ja mal kurz zeichnen. Ich war zwar gerade schon am Ende, aber ich zeige das mal ganz kurz. Wenn man das einfach spiegelt, nur mal so vom Bild her,
Ja, und da sieht man halt, wo die Reise hingeht. Wahrscheinlich. Und das würde passen einfach. Und deswegen, das mal im Auge behalten. Ich werde es auch machen, in meinem Hauptkonto und da schon versuchen, den halt irgendwo long da einzufangen. Und solange der hier aber jetzt nichts macht, solange der nur runter rennt, braucht man auch gar nicht irgendwie aktiv zu werden. Der wird schon sagen, der Markt wird sagen, wann es vorbei ist. So, aber jetzt nochmal herzlichen Dank für eure Geduld an der Stelle. Und alles andere ist, glaube ich, jetzt auch soweit gesagt. Und der Jürgen freut sich hier gerade über meinen Einwand mit dem EMA. Aber behalte es mal im Auge, Jürgen. Du kennst meine Einstellung dazu. Und ob das nicht vielleicht Sinn macht, was ich da sage. Kann ja manchmal sein. Ich rede ja nicht alles, was ich sage, ist dummes Zeugs. Manchmal passt es ja auch. Und okay, so, jetzt haben wir es aber. So, Nelson, dir auch danke für deine Geduld und für die Einladung heute zum Webinar. Mein Dank an FX Flat, an die ganzen Teilnehmer hier. Und ich hoffe, man konnte trotzdem ein bisschen was damit anfangen, mit dem, was ich gezeigt habe. Und auch wenn das hier alles jetzt nicht auf Kommando funktioniert. Und freue mich einfach aufs nächste Mal. Schön, dass ihr da wart und schönes Wochenende wünsche ich euch. Ja, vielen Dank, Dirk. Der Dank gilt natürlich dir für das Webinar und den Inhalt, den du uns hier gibst. War nichtsdestotrotz wieder ein super Einblick. Ja, der Markt, der macht eben, was er will. Ich freue mich, dass die kleine Community hier gar nicht mehr so klein ist und jedes Mal wächst und alle immer zum Termin dann wieder anwesend sind. Danke an der Stelle für das Interesse. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Aufzeichnung kommt wie immer so schnell wie möglich online. Ich wünsche Ihnen natürlich auch ein schönes Wochenende. Sie wissen ja, passen Sie auf Ihre Position auf und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss.